Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben, und willkommen zu einer neuen Folge von King of Retail bzw. dem Versace Simulator. Leute, in der letzten Folge haben wir unseren Shop eröffnet, die ersten Sachen bestellt und verkauft. Und Leute, wir haben viel Geld gemacht. Hier, wer ihn noch nicht gesehen hat, das ist unser Store. Und das hier ist leider immer noch verbuggt. Ich habe es versucht, aber es ist leider immer noch verbuggt. Muss mal schauen, warum. Aber ich hoffe, der Typ kommt jetzt mit meiner Ware endlich. Kasse ist auf, okay. Kann man eigentlich noch von der zweiten Kasse kaufen? Ich werde es mal ausprobieren. So. Kasse. Man kann sich wirklich noch eine Kasse kaufen, geil. Zur Not, Leute, das heißt, wenn wir irgendwann mal richtig viel Kundschaft haben oder so, können wir uns doch eine zweite Kasse kaufen. Aber das dauert halt noch. Leute, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr. Ah, ne. Zeig es mir mit deinem Daumen nach oben, ob ihr mehr von King of Retail sehen wollt. Dass wir irgendwann einen riesengroßen Laden haben werden und so. Im Moment ist halt. Oh Gott, ist hier viel Kundschaft. Ach du heilige Bimba. Ach du heilige Bimba. Schnell dann das. Und. Oh Gott, Kasse. Schnell alle Schuhe. Boah, Leute, guckt mal, wie der Laden hier brummt. Ein Kunde nach dem anderen. So will ich das haben, Leute. So ist schön. Noch auf die andere Lieferung, die noch kommen müsste. Die Schuhe füllen wir mal wieder auf. Ja, chill, bin noch schon hier. Leute, ich werde dann auch noch ein bisschen offline spielen, ein bisschen mehr Geld natürlich dann machen und dann mal schauen, wie ist das am Ende dann. Also ich werde natürlich nichts ohne euch viel machen, aber so ein bisschen Sachen dann neu kaufen, verkaufen und versuchen natürlich dann umzubauen, weil das ja verbuggt ist im Moment. Versuche ich das dann und dann schauen wir mal, ob das dann klappt. Also wir haben schon wieder 5000, ey. Das geht ratzefatze hier. Auf jeden Fall hoffe ich, dass es euch gefällt und ja. Digga, der kauft ja den ganzen Laden fast leer, der eine hier. Nur 280 und das eine ist schon wieder leer. Ich weiß ja nicht, was das war, aber ist schon wieder leer. Ja, hi. Achso, das waren die Trikots. Okay, dann muss ich mehr von den Trikots auf jeden Fall kaufen. Ganz viele Trikots dann. Wahrscheinlich, ja. Hallo. 160. Und Leute, ich werde das jetzt teurer machen. 50 Dollar. Aber werde ich dann offline machen. Manchmal kriegen wir so viele Kunden, manchmal gar keine Kunden. Ist echt komisch. Vor allem, Leute, ich habe gesehen, die Tüten und die T-Shirts ist genau die Farbe wie von dem Geschäft. Mein Geschäft ist ja lila, somit habe ich auch lilanes T-Shirt an. Und die Tüten, wie ihr seht, sind auch lila. Haben sie echt gut gemacht. Schon hier auffüllen, was ich hier auffüllen kann. Okay. Jetzt werden wir hier. Die Land schließt eh jetzt. Das heißt, wir werden jetzt alles da reinpacken und dann ordentlich machen. So.
kommt dann dran lang er die. Okay, dann kommt hier dran kurz und kurz. Und hier kommt dann dran. Ey! Toll. So, neuer Tag. Ja, einfach neuer Tag. Und hier kommt dann dran das hier und das da. So, und vorspulen. So, dass der Typ jetzt kommt. Da kommt der. Läuft der hin? Komm. Mann, verpiss dich. Komm. Ich muss das schnell auspacken, bis schon die ersten Kunden kommen. Aber Leute, das verkauft sich ja alles so schnell. So schnell kann ich gar nicht einsortieren. Okay, so. Könnt ihr erstmal auffüllen. Hier, das soll sich da gehen. So. Hier auch auffüllen. Gut. Oh, jetzt wird es wieder voll. Oh Leute, knacken wir noch die 10? Ne, ich glaube nicht. Der Laden brummt, Leute, sage ich euch. Aber ich würde sagen, Leute, das war jetzt eine kurze Folge, wenn es euch gefallen hat. Lasst einen Daumen nach oben, da vergiss nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Ich werde jetzt noch offline ein bisschen weiterspielen und ich würde sagen, in der nächsten Folge sehen wir uns dann wieder. Bis zur nächsten Folge, auf Wiedersehen.